Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Martina Merz und nehme euch heute mit auf ein neues Projekt von mir. Ich sammle nämlich nicht nur essbare Wildpflanzen, sondern Gärtner auch total gern. Habe seit zig Jahren wirklich auch Gärten mit ein bisschen Gemüse. Aber jetzt lege ich einen Selbstversorgergarten an. Ein Garten mit Elementen aus der Permakultur, aus der regenerativen Landwirtschaft, aus dem Market Gardening, aus dem Biolandbau, aus dem naturnahen Gärtnern, aus allen Gartenformen, die es einfach so im Moment gibt, die das Ziel haben, im Garten nicht nur zu ernten, sondern gleichzeitig der Natur was zurückzugeben und den Boden wieder zu regenerieren. Das ist zwar bei mir in meinem Projekt jetzt hier gerade nicht nötig, denn hier war vorher gutes Grünland. Ich möchte aber gerne intensiv gärtnern und viel Gemüse rausziehen. Das heißt intensive Landwirtschaft, das heißt es braucht Ausgleich und es braucht eine Art der Bodenbehandlung, die eben den Boden nicht zerstört, sondern Mikrolebewesen, Regenwürmer, Bakterien, Pilze im Boden schont und sogar noch fördert und eben regenerativ wieder was zurückgibt. Dazu nehme ich euch mit. Ich stehe jetzt hier gerade Mitte Januar, aber das Video gleich beginnt im September, so dass ich euch mitnehmen kann auf die ersten Monate in meinem neuen Gartenprojekt. Viel Spaß! Auf dieses schöne Grundstück hinter einem Demeterhof, was zum Gelände vom Demeterhof gehört, kommt nämlich unser Permakulturgarten, ein Selbstversorgersaatengarten, den wir zu zweit machen und den wir hier komplett neu anlegen. Und es ist super spannend. Ich habe schon viele Gärten gemacht und habe im Moment auch hier in Bayersoll einen ganz schönen Garten, aber eben keinen Gemüsegarten. Und das Erste, was jetzt ansteht, damit wir die Grobstruktur vom Garten anlegen können, das Gras muss weg und alles, was rumliegt, muss sortiert werden, damit wir gucken können, was wir weiter verwenden können. Und wenn man so ein großes, verwildertes Grundstück schlecht von der Hand mähen kann, haben wir uns hier ein paar Helfer organisiert. Das sind die alpinen Steinschafe von der Landwirtin und die helfen uns hier und mähen einmal alles komplett ab. Und dann düngen sie das Grundstück auch gleich das erste Mal. Das ist halt der große Vorteil, wenn man so einen Permakulturgarten mit einem Bauernhof kombinieren kann und dann noch mit dem Demeter-Bauernhof. Toll! Jetzt war ich 10 Tage weg und schaut, wie die Schafe hier schon mal aufgeräumt haben. Schon gleich viel kahler. So, dass wir nächste Woche mit der Grundstruktur anfangen können. Und hier gibt es noch einen kleinen Helfer. Die Katze, die die Wühlmäuse frisst. Jetzt bringen uns Leute aus dem Dorf lauter Gehölzschnitt, den wir für Bentjes Hecken nehmen. Jetzt sind wir schon viel weiter. Was ihr hier seht, sind die ersten Markierungen für die Obstbäume und da hinten für die Beete. Hier wurde Mist gelagert, den heben wir rüber, da vorne von dem Zaun, wo das erste Beet entsteht, das Bärenbeet. Und es wird hier nicht umgegraben, sondern wir decken den Boden mit Pappe ab, wo wir vorher die Klebebänder weggemacht haben. Und zum Beispiel hier sowas beschichtet, das geht auch nicht. Und dann kommt eine Schicht Erde und Kompost drauf und dann noch Heu ganz zum Schluss. Und im Frühjahr können wir das bepflanzen. Mittlerweile sind 3 Monate vergangen und ihr seht es hier schon, es hat sich ganz schön viel verändert. Wir haben jetzt hier schon die Beete angelegt. Das hier vorne gibt ein Hügelbeet, da hinten habe ich abgedeckt. Da kommt ein Beet hin mit Mais, mit Bohnen, Kürbissen. Und da vorne, also dieser ganze Streifen, den ihr hier seht, das werden Gemüsebeete. Und da drüben geht es weiter mit Gemüsebeete. Und was ihr hier seht, ist Pappe. Die habe ich auf den Boden drunter gelegt. Hier war vorher so praktisch ein wilder Kartoffelacker, wo einfach Mist auf die Wiese gelegt wurde und die Kartoffeln reingelegt wurden. Das habe ich eingeebnet. Darauf kommt die Pappe. Auf die Pappe kommt jetzt abgelagerter Mist, also ein Kompost und obendrauf Heu. Das wird gemulcht. Und hier drüben beim Bärenbeet haben wir das Gras drunter gelassen, so wie hier auch. Das ist ein sogenanntes No-Dig-Beet. Da wird nicht gegraben, so dass die Bodenlebewesen wirklich nicht gestört werden. Das ist eigentlich so ein Grundprinzip bei der Permakultur, dass einfach die Grundstruktur im Boden wirklich so wenig wie möglich verändert wird und eigentlich nur gelockert wird. Schade, vorhin hat man da oben die Schafe noch gesehen. Guck mal, wie schön das hier ist. Das ist echt unglaublich. Da vorne ist die Bundesstraße, deswegen werden wir hier vorne im Eck
eine richtige Hecke hinmachen, dass da der Schall ein bisschen geschluckt wird, eine Wildfruchthecke für die Vögel und die Insekten. Denn das Prinzip beim Permakulturgarten ist, dass es nicht nur ein reicher Garten für uns Menschen ist, sondern auch eben für die Tiere und dass die Ränder als Übergangszonen genauso wichtig sind wie die Beete. Hier ist unser Zwischenlagerbeet, da haben wir alles an Stauden, Sträuchern, die wir so irgendwo aufgetrieben haben. Die haben wir hier zwischendrin eingegraben über den Winter. Hier unten drunter ist Chinaschilf, den haben wir auch in einem Garten ausgegraben. Das ist Häckselmaterial gegen die Schnecken und ein Windschutz, denn wir haben hier sehr starke Winde, die von Westen kommen. Und deswegen den Wall, den ihr hier seht, ist der Anfang von einem Wall, der hier nach Norden hin leicht ansteigt. Und da kommt eine Wildfruchthecke eben auch drauf, die den Wind bricht. Und hier auf der Weide nebendran kommen noch ein paar Hochstammobstbäume hin. Hier seht ihr richtig toll das ganze Staudenmaterial. Das ist eine Benjeshecke, ist eine Hecke, die eigentlich aus verholzendem Material zusammengeschichtet wird, die mit der Zeit zusammensackt und wo dann auch noch wilde Pflanzen drin aufgehen und Lebewesen einfach einen Unterschlupf drin finden. Und die Welle, das habt ihr vielleicht auch schon entdeckt, die waren ja am Anfang vom Video noch ganz, 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 ganz groß, als wir hier losgelegt haben. Und die haben wir jetzt schon angefangen, hier nach Norden zu schieben. Und auch dort wird es einen Schutzwall gegen die Winde geben. Auch da werden Wildsträucher drauf gepflanzt. Und nach Süden entsteht ein kleiner Südwall, sodass wir dort die Sonne einfangen können. Denn hier auf 840 Meter ist es einfach schon relativ kühl und die Vegetationszeit sehr kurz. Und hier zum Beispiel seht ihr, wir kriegen ganz viele Sträucher von einem befreundeten Landwirt geschenkt. Danke, Daniel. Das ist Holunder, Schlehen. Also wir werden sehr, sehr, sehr viele Wildsträucher hier haben. Hier sind schon ganz grob die Teiche vorgegraben, weil einfach das Wasser ein wichtiges Element ist und wir im Moment noch keinen großen Teich anlegen können, aber wir wollen überall kleine Teiche haben, damit eben auch hier möglichst viele Wasserlebewesen kommen und auch Feuchtlebewesen wie zum Beispiel Kröten, die uns dann helfen, die Schnecken zu bekämpfen oder in Schach zu halten, sagen wir es mal lieber so. Und das hier ist meine Entdeckung des Jahres. Das ist eins der besten Gartenwerkzeuge, die ich mir je gekauft habe. Das ist nämlich eine Grabegabel. Da stellt man sich dazwischen und die hat hier unten, ups, ich hole sie mal raus. Schaut mal, die hat ganz lange Zinken und die schiebt man nur in den Boden rein. Der Boden wird ja nicht mehr umgegraben und dann tritt man hier drauf mit dem eigenen Körpergewicht. Das heißt, auch wenn der Boden lehmig und schwer ist, geht es ganz leicht rein und dann ruckelt man so und dann nimmt man sie wieder raus. Und so wird eben der Boden gelockert, ohne dass die Schichten bewegt werden. Das ist ein geniales Werkzeug und man kann innerhalb kürzester Zeit wirklich große Flächen lockern, was jetzt natürlich hier bei unseren riesigen Beeten eine echte Arbeitserleichterung ist. Ja, soweit sind wir jetzt und damit würde ich jetzt dieses Video wahrscheinlich auch abschließen. Ich weiß es noch nicht genau. Übermorgen soll es nämlich richtig krass schneien. Lasst euch überraschen, wie es sich weiterentwickelt. Hier ist jetzt richtig viel Schnee gekommen. Ich kann nichts machen, aber gucken muss ich trotzdem, weil doch immer irgendwie ein bisschen was weitergeht. Das Holz hier vorne ist weg. Und in den nächsten Tagen wird es milder. Und dann können wir anfangen, den Mist auf die Beete zu machen. Und währenddessen nutze ich die Zeit zu Hause, um die Beetplanung zu machen für die Mischkultur. Das ist echt eine Wissenschaft für sich. Ständig Pläne und immer wieder schmeiße ich sie über den Haufen. Aber es macht so Spaß. Und jetzt ist es ganz schnell ganz mild geworden. Wir haben jetzt 7 Grad und ich konnte jetzt hier nochmal richtig arbeiten die letzten 2 Tage. Ich habe die Benjeshecke nochmal 5 Meter nach hinten geschoben, damit die Wildhecke, die hierher kommt, einfach breiter werden kann. Und was ihr hier vorne seht, ist Chinaschilf. Den pflanze ich als Windschutz gegen die Winde, die hier von Westen kommen und um aus den Stielen, aus den Halmen dann im Frühjahr Häckselmaterial zu machen, mit dem ich die Beete umrande, weil die Schnecken das nicht mögen. Mal sehen, ob es funktioniert. Auf der Pappe fülle ich jetzt ganz gut abgelagerten Mist auf und mache gleich solche 80 cm breiten Streifen. Dazwischen kommt dann später geschreddertes Holz und das erste Beet, was ihr seht, da kommt jetzt kein abgelagerter Mist drauf, weil sonst zu nährstoffreich wird, da kommen die Karotten drauf. Ich habe mal ein Stück vor mir. Ich weiß nicht genau, das wievielte Video das ist, wo ich dachte, jetzt ist Schluss für die Saison. Aber es ist doch noch nicht Schluss. Wir haben es am 2. Januar, es ist total mild, wie bei euch vielleicht auch überall. Und ihr seht, hier ist das Milpa-Beet fertig, wo der Mais, die Bohnen und der Kürbis reinkommt. Der Aufbau ist jetzt Pappe auf die Wiese.
Darauf dann verrotteter Mist, also kompostierter Mist, Mutterboden und obendrauf Heu zum Mulchen. Hinten hat mein Mann gerade den Zaun weitergemacht. Hier habe ich die Beete rausgearbeitet. Da kommt jetzt gar nichts mehr drauf, weil da letztes Jahr schon Mist drauf kam. Und hier habe ich jetzt auch die Beete fertig gemacht. Da ist schon Feldsalat gesät. Und das sind die Gemüsebeete für nicht das nächste Jahr, sondern fürs Frühjahr. Hier am Rand sind auch Gemüsebeete. Den muss ich da hinten noch fertig machen. Hier kommen die Beeren hin, Johannisbeeren. Da vorne ist der Chinaschilf. Das habt ihr, glaube ich, schon gesehen. Und hier im Wildheckestreifen, da ist jetzt mittlerweile auch Totholz schon gelandet. Und dort vorne, wo es dann schattig ist, kommen die Himbeeren hin. Und hier, wo es sonnig ist, die Brombeeren. Und weil hier die Kühe durchgetrieben werden, haben wir hier seitlich zugemacht, dass sie nicht reinkommen und alles niedertrampeln. Es wird. Jetzt habe ich hier gerade noch das erste Beet besät, beziehungsweise eigentlich schon das zweite mit Postelein. Ein Wintersalat, der 8 Grad braucht zum Keimen, und die haben wir im Moment ja jeden Tag. Und da drüben, da habe ich alle meine Feldsalatreste ausgesät. Keine Ahnung, ob das noch was wird. Ich versuche es jetzt einfach mal. Was super schön ist hier bei uns auf dem Hof, ist, dass es einfach total viele Tiere gibt, die wir in unserem Gartenkreislauf nutzen können. Da hinten sind die Schafe, das sind alpine Steinschafe, und die werden regelmäßig geschoren. Und die Wolle, die verwende ich hier in meinem Erdbeerbeet. Ich habe das hier jetzt umrandet, damit kein Unkraut von außen reinkommt. Also Unkraut in dem Fall ist es das Gras und die Quecke vor allen Dingen. Habe es nochmal ein bisschen eingeebnet. Und dort kommt ja die Schafwolle drauf, zum einen als Dünger, aber auch als Unkrautsperre von unten. Dann kommt nochmal Mutterboden drauf und dann decke ich das wieder ab mit Heu. Es kann sein, dass es viel zu dick ist. Vielleicht runzelt schon jemand die Stirn oder schüttelt den Kopf. Ich habe keine Ahnung. Ich mache das nämlich auch das erste Mal. Und da macht man einfach Fehler. Und aus nichts lernt man so viel wie aus Fehlern. Ich dokumentiere das ganz genau. Und beim nächsten Mal weiß ich dann, ob es richtig war so, ob es funktioniert hat, ob es zu viel war oder zu wenig. Vielleicht weiß es jemand von euch. Schreibt es gern unten in die Kommentare. Und wenn wir Glück haben, können wir gleich sehen, wie die Kühe von oben noch reingetrieben werden, die Rinder. Das sind Mona-Werdenfelser Rinder. Und die werden jetzt von der Weide, weil es so mild ist im Moment, zurückgetrieben in den Stall. Und wir haben ihnen hier einen Durchgang gemacht. Den kennen sie aber noch nicht. Mal sehen, ob es funktioniert. Da kommen sie. Die hier ist ausgebüxt und ist durch den Zaun gebrochen, läuft jetzt im Garten rum. Ich hoffe nur, dass sie da bleibt, wo das Gras ist und nicht in die Beete geht. Oh. So, das Rind ist wieder draußen. Nichts passiert. Das Schaf habe ich hier auch gerade aus dem Zaun befreit. Und jetzt ist Feierabend für heute. Ja, das ist nicht nur romantisch mit den Tieren. Es sind halt auch wilde Lebewesen. Mittlerweile ist es hier richtig gut weitergegangen. Ihr seht, dass die Gemüsebeete jetzt schon hier richtig gut vorbereitet sind. Hier fehlt noch ein bisschen Heu drauf zum Mulchen. Ich habe aber schon die Hügel für die Kartoffeln gezogen. Darunter sind schon die ersten Knoblauchpflanzen gesteckt. Mal gucken, ob das noch gelingt. Ich probiere das jetzt einfach mal. Zwischen den Beeten, die alle ungefähr 80 cm breit sind, hier hinten werden sie ein bisschen breiter, weil ich nicht genau genug gemessen habe. Hier dazwischen ist im Moment noch Rindenmulch, da kommt später aber tendenziell einfach mal kommt Holzhäcksel hin. Einfach was, was wir dann selber vom Grundstück auch haben. Und hier arbeite ich gerade weiter und habe hier auch schon nach nur 3 Monaten den ersten Fehler entdeckt. Ich bin ja ein großer Freund von einfach anfangen und Fehler riskieren, denn aus nichts lernt man so viel wie aus Fehlern. Und den Fehler, den ich hier gemacht habe, das ist wirklich ein Tipp für euch. Wenn ihr No-Dig-Beete machen wollt auf Böden mit vielen Wurzelunkräutern, oder was heißt Unkräuter, einfach sehr stark wachsenden Pflanzen. In dem Fall sind es hier Quecken, die erkennt ihr häufig, solche etwas lästigeren Pflanzen im Garten, die sehr dominant sind an solchen dicken weißen Wurzeln, die überall im Boden sind. Und hier haben wir das Problem, dass wir Ende Oktober Pappe hingelegt haben, aber zu dünn, nur eine Schicht, und wir haben es nicht breit genug gemacht, so dass jetzt also hier am Rand überall noch die dicken Grasbuschen drunter sind und das Papier viel schneller verrottet, als die Wurzeln im Wachstum gehindert werden. Und deswegen muss ich jetzt hier zumindest im Randbereich doch leider graben, was ich eigentlich nicht vorhatte, und muss die Pflanzen rausholen. Ihr seht es hier, das sind richtig dicke Grasbuschen. Und die müssen einfach raus, weil sonst habe ich keine Chance, hier Gemüse anzubauen. Fehler gemacht, kann passieren.
Jetzt nehme ich euch mal mit hier nach hinten. Hier entstehen überall noch Gemüsebeete an der Seite. In der wilden Westhecke ist mittlerweile auch Holz gelandet. Ein Teich ist fast ganz eingebaut. Ich habe hinten ganz viel Laub reingeworfen, simuliere also jetzt praktisch hier wirklich natürlichen Wald. Und hier machen wir jetzt weiter mit der Hecke. Hier steht unser erstes Vogelhaus, ein Starrenkasten, da kommen noch mehrere hin. Die wollen gern auf einer Höhe von 4 bis 5 Meter ihre Häuser haben. Ich werde unten noch Meisenkästen hinmachen und wenn es dann mal ein bisschen schattiert ist durch die Hecke, die hier entsteht, da ist schon die erste Schlehe und die erste Kornellkirsche gepflanzt, dann ist es da auch schattiger und dann werden die Vögel schon auch kommen. Hier habe ich 2 gebrauchte Thermokomposte, die habe ich mir einfach ganz billig bei eBay Kleinanzeigen besorgt, weil ich am Anfang einfach noch nicht so viel Kompost haben werde und es auch hier auf dem Hof gar nicht so viel brauche, weil wir den abgelagerten Mist von den Tieren haben. Aber für den Anfang ist es auf jeden Fall gut, die zu haben. So, Schluss für heute. Es wird jetzt richtig kalt. Angeblich soll morgen, übermorgen Schnee kommen und dann wird es auch tatsächlich endlich mal ein bisschen winterlich in diesem Winter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Begleitet mich gern bei der Entwicklung von dem Garten. Für mich ist es ein großes Experiment und ich nehme euch gern auf die Reise mit. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Mit Sicherheit gibt es auch bald eine Playlist speziell zu diesem Garten. Namen weiß ich noch nicht, weil es das erste Video ist und weil wir noch keinen Namen haben. Aber schaut einfach bei den Playlists nach. Es gibt auch Gartenvideos aus München. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Weitergucken oder in eurem eigenen Garten oder beim Recherchieren von vergleichbaren Projekten. Es ist ein super spannendes Feld und es macht total Spaß. Bis bald. Ciao.